Herzlich willkommen bei Feuerwilli. Das bin ich. Ich bin heute, also der Willi ist heute hier mit Flori und mit Gongi. So. Und wir werden jetzt ein Thema machen. Ihr seht schon, wir sitzen hier in eurem, was ist das nicht, EW1? Nee, ist ein MTF. MTF Sternchen. MTF Sternchen, genau. MTF Sternchen, also ein MTW, wie es bei uns meistens heißt, mit bisschen Funk fest eingebaut. Haben wir wohl zum Beispiel im MTW auch. Und es geht um das Thema, für die vielleicht auch aus der Region Hannover kommen. Wir haben nämlich noch Analogfunk, ne? Und wir gehen darum, Unterschiede Analogfunk zum Digitalfunk. Und das werden wir uns mal kurz anschauen. Ganz vereinfacht, nur dass wir so allgemein mal so einen kleinen Abgleich fahren und wir mal wissen, wo der Unterschied liegt, wenn man digital funkt. Alles klar, los geht's. Ich weiß nicht, kennt ihr das noch? Ja, wir kennen das noch. Wir haben das auch jahrelang hier am Standort ja selber gehabt. Ja. Der alte Digitalfunk im 4 Meter Band. Ich weiß nicht, das 70 Zentimeter Band gibt es ja auch noch. Ich weiß nicht, ob ihr das genutzt habt. Nee. Wir auch nicht, aber das gibt's. Gab es zum Teil auch mal. Ansonsten haben wir seit 2013 hier im Kreis Mühlhof den Testbetrieb. Sind wir im Testbetrieb gewesen ein Jahr und seit 14 im Vollbetrieb sozusagen, sodass fahrzeugfunktechnisch alle Kommunen im Kreis digital. Ist ja gut, es hört jetzt zu prallen, oder ja, was? Darum geht es doch gar nicht. Und an der Einsatzstelle sind wir dann auch gleich mit eingestiegen, dort auch digital zu funken. Okay, bei uns ist es ja so, wir haben das ja noch 4 Meter und 2 Meter Band haben wir noch analog. Aber 2 Meter Band wird bei uns analog bleiben, soweit ich weiß, werden wir diese Funkgeräte sozusagen behalten. Also Einsatzstellenfunk. Das heißt, mit dem funkt man eigentlich, sobald man gucken kann, kann man mit denen noch funken. So. Nur 4 Meter Band, da würde ich gerne mit anfangen. Das ist ja, wo wir mit der Leitstelle sprechen, ne? Sozusagen über die Sichtweite darüber hinaus funken. Und das würde ich gerne mal gucken, wie das bei euch ist, bei dem Digitalfunk. Welches von den beiden ist denn das jetzt erstmal? Weil die sehen ja erstmal optisch fast gleich aus. Ne? Alle haben so ein Tastaturfeld drauf. Genau, die sehen optisch gleich aus. Der primäre eingebaute Fahrzeugpunkt ist dieses Gerät hier. Das ist ein HBC-Bedienteil. HBC. HBC heißt das. Kann man sowohl im Einsatzstellenfunk auch als im Fahrzeugfunk benutzen. Ist auch ganz einfach einzustellen über einen Knopfdruck. Druck muss man einmal ein bisschen drücken, fährt dann hoch. Wird das Display einmal ein bisschen hell. Zeigt den Herstellernamen an. Und was kann man rausnehmen, oder? Das kann man rausnehmen, genau. Und dann lockt sich das Gerät im Netz ein. Yep, so ist cool. Also haben wir Flori auch ein bisschen hier, dass er vielleicht die Sachen mal ein bisschen präsentiert. Du sagst es gerade zum Thema Frequenzen. Die ganzen Geräte haben wie beim Handy eine SIM-Karte verbaut und ohne SIM-Karte läuft auch nichts sozusagen. Also man braucht unbedingt eine SIM-Karte, sonst kann man im Digitalfunk nichts machen. Okay, aber muss ich ja keine Nummern wählen, kann ich jetzt jemanden anrufen nein. damit? Nein, man kann nicht mehr telefonieren. Man kann nicht mehr telefonieren. Man kann aber in den Gerätengruppen steht hier oben jetzt für den Kreis Mühlhof mit der Feuerwehr die Nummer 4603. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Nummer aus dem Kreis Nienburg oder Schaumburg weiß, dann kann ich mir das über den Favoritordner reinholen oder ich kann halt direkt über die Nummer in diese Gruppe anrufen, also einloggen. Das heißt, du bist dann sozusagen mit der Leitstelle von denen dann verbunden? Oder? Genau, richtig. Zwar auch dann über den Kreiskanal, dass ich hier sage, hier Leitstelle Nienburg für 1007 MTF, dann kann ich mit denen gleich Kontakt aufnehmen. Vorausgesetzt, ich weiß diese Nummer aus dem Kopf. Ansonsten muss ich mir das über den Favoritenordner, wo die Sachen hinterlegt sind. Kann ich mir die auch alle anzeigen lassen? Ja, die kann man euch auflisten, ne? Die kann man auflisten. Okay. Da gucken wir jetzt mal an. Also man kann jetzt hier, wenn man hier durchscrollt, kann man sozusagen alle alle umliegenden Kreise kann man da erstmal mit erreichen. Ja. Das kann man jetzt hier. Das heißt, obwohl das jetzt für mich jetzt ein 2 Meter Band Gerät ist, kannst du trotzdem hier die 4 Meter Band Sachen anzeigen lassen. Die können also genau. Also das geht über dieser kleine Knopf hier. Der an der Seite. Ich bin jetzt im TMO-Kanal über die, also das sogenannte alte 4-Meter-Funk. Und wenn ich diese Taste hier einmal drücke, wählt er sich einmal um. Und es ist sozusagen in dem 2-Meter-Funk, in dem Einsatzstellenfunk. Das ist dann DMO. Das ist dann DMO. Also TMO, fast immer für mich, ist ehemalig 4-Meter-Band. Genau. Und DMO ist weniger. DMO steht dann auch hier drin. Dann sind auch die Gesprächsgruppen DMO Feuerwehr 322. Die kannst du dann halt auch immer laut. Also durch die Brandabschnitte haben wir verschiedene Funkgruppen. Wir im Brandabschnitt Mitte sind halt 322.
Brandabschnitt Nord ist 323 und Süd ist 321. Okay. Das heißt, diesen Knopf, den du hier hast, hast du bei dem aber nicht? Nein. Du kannst nicht in 2 Meter bei mir den rein. Ich könnte hier auch über das Untermenü, könnte ich auch ein 2 Meter Band. Ja, also ins Demo. Ins Demo. Ja, okay. Vorteil, ich könnte jetzt hier eine zentrale Atemschutzüberwachung machen, habe hier ein stärkeres Funkgerät hier verbaut und habe dadurch auch eine gute Reichweite. Wenn ich sage, komm, ich mache hier mein MTW, mache das als zentrale Atemschutzüberwachung, setze mich hier ans Tischchen, kann dann auch gleich im DMO-Modus umschalten, wenn ich das möchte. Okay. Und dann da auch arbeiten. Also man kann sowohl mit den Handgeräten als auch mit den festen Geräten beides machen. Ihr könnt mit diesem fest eingebauten Gerät könnt ihr auch wechseln zu TMO und DMO. Genau. Okay. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Einsatz habt hier lokal, was hast du, was du dann unter DMO mithören würdest? Das wäre der Einsatzstellenfunk, quasi der Funk Atemschutzüberwachung, der Angriffstrupp, der dann vorgeht, Erkundungsergebnisse durchgibt, wenn man hier so eine kleine Führungskopf sich einrichtet, dann kann man das gleich alles mithören und braucht nicht unbedingt ein Ansprechfunkgerät. Das Schöne ist natürlich für den Abschnittsleiter oder Einsatzleiter, der kann mit seinem HRT, also mit seinem Hand Radio Mobile Gerät, dann halt auch gleich zur Leitstelle funken. Okay. 4 Meter Band. Ah, das ist gut, weil sonst war es immer so, wenn man im Einsatz war und ich war jetzt als 2 Meter Band Abschnittsleiter oder Einsatzleiter, habe ich mir zum Auto gefunkt, geht mal durch in eine Leitstelle, bla 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 bla. Mhm. Richtig. Und die machen dann bla 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 bla. Ne? So, und das kann ich jetzt sozusagen umschauen auf 4 Meter, ich sage jetzt selber direkt. Genau. Und da können die Autos nur noch mithören, was ich sage. Ne? Ja. Wie ist es denn eigentlich beim 2 Meter, also beim DMO? Ich versuche jetzt mal die Digitalausdrücke zu verwenden. Schwierig für mich. Wenn ich jetzt DMO jetzt funkst, wer hört das alles? Alle nur aus deiner Rufgruppe? Alle nur aus meiner Rufgruppe. Ich sag mal, wenn wir als Brandabschnitt rausfahren würden, was es so jetzt laut neuem Konzept auch gar nicht mehr gibt, es werden alle Löschgruppen einzeln alarmiert, sind zwei weitere Löschgruppen auf dem 322 Kanal und wenn die Geräte anhaben, hören die das mit. Aber wenn ein anderer Brandabschnitt kommt, der auf 321 funkt, die hören das dann schon nicht mehr. Also das ist dann der reine Einsatzstellenfunk für den Brandabschnitt. Und hört die Leitstelle immer alles? Nein, die Leitstelle hört den DMO-Kanal hören die nicht. Ich habe immer gehört, dass sie, egal was du machst, dass was überall mitgehört werden kann. Das wäre mir jetzt nicht bekannt, aber den DMO hören sie nicht mit. Ja. Die TMO-Gruppe, jede Kommune hat eine eigene TMO-Gruppe, ja. Dass man quasi die Führungsriege, Abschlussleiter, Einsatzleiter aufwärts, die können unterhalten sich im TMO, in der TMO-Geschichte, können dann auch gleich zur Leitstelle hochfunken und die Abschlussleiter tragen bei uns halt 2 Funkgeräte, dass die einmal in die Gruppe reinhören können und einmal parallel Kontakt zur Leitstelle aufnehmen können. Ja. Okay, wenn ich jetzt eine Übung mache bei euch in der Feuerwehr. Ihr macht jetzt Dienst und ich weiß ja, wie es manchmal so ist, dann redest du ja auch nicht immer so hundertprozentigen perfekten Fachfunk Deutsch. Funkdisziplin. Funkdisziplin. Aber man sagt ja so, bring mir mal das mal ganz kurz mal rüber, ne, Fritze. So. Und das Problem ist ja bei denen, das hören, dann kann ja sein, dass es, wenn du es machst, die ganze aus der Rufgruppe alle hören. Ja. Also meistens ist, also ich sag mal, bei Übungen sind die anderen ja dann nicht mit dabei. Dann sind die Funkgeräte aus und dann hören das halt nur unsere Löschgruppe beim Dienst. Ja, okay, aber wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt aber für euch, dann kann man so für sich alleine irgendwie so eine eigene Gruppe machen, so irgendwie temporär, kann man ja, da frei vergeben oder was? Man muss das dann nochmal unterscheiden, so vorab. Die DMO-Geschichten ist es früher wie im 2-Meter-Konzept, da kommuniziert Gerät mit Gerät sozusagen. Und die TMO-Geschichten, die gehen halt auch wie früher im 4-Meter-Bereich auf den Sendemast. Ich übertrage das mal an eine Relaisstation und werden dann halt wieder weiter verteilt. Nur halt denn digital, deswegen kann ich von hier aus auch zum Beispiel mit der Feuerwehr Cuxhaven sprechen also, oder mit der Feuerwehr Bremen, wenn ich das für richtig halte. Das war ja im 4 Meter nicht möglich, das war ja dann quasi nur sendeleistungsabhängig, wie weit das Relais auf dem Berg dann halt funken konnte. Aber könnte ich jetzt im DMO eine Rufgruppe nehmen von Cuxhaven, können wir mit denen sprechen? Ja. Im DMO? Nee, im DMO nicht. Im TMO. Aber im DMO könnte ich jetzt nicht sagen, ich kenne diese Gruppe von denen und kann mich da auf die einloggen? Also ich sag mal, man muss schon ein bisschen freies Feld haben und dann könntest du von hier vielleicht bis Minden, könntest du im DMO, könntest es vielleicht schaffen, wenn du wirklich freie Fläche hättest. Im DMO-Bereich geht das nur von Gerät zu Gerät? Ja. Und im TMO-Bereich geht es über eine Relaisstation sozusagen. Wegen der SIM-Karte. Wegen der SIM-Karte, genau. Also ganz normal das Handynetz quasi. Ja. Ja, sozusagen. Die haben ja auch diese verschiedenen Funkmasten. Ja, genau. Und, okay, habe ich verstanden. Also das DMO geht eigentlich von, haben aber eine höhere Sendeleistung wie diese Dinger. Das heißt, du kannst mit denen von Gerät zu Gerät DMO-mäßig funken.
Und TMO ist sozusagen übers Handynetz, sagen wir, über die Sendemasten, mit, also nicht mehr über die Relaisstation, wie es früher ist. Genau. Die werden ja wahrscheinlich alle abgebaut, ne? Die alten 4 Meter Relaisstationen sind mittlerweile abgebaut, ja. Okay. Die laufen nicht mehr. Schade. Ich habe mal gehört, wenn ihr in den Innenangriff geht und ihr seid im Gebäude, dass dann diese Sendeleistung von denen dann doch gar nicht mehr so stark ist, wie es vielleicht von diesen ganz normalen schlechten Analoggeräten kennt, weil die können das. Deshalb habe ich schon gehört, seid froh, dass ihr analog noch habt, weil das finde ich, alle finden das schlecht. Ihr seid jetzt total begeistert vom Digitalfunk, ne? Habt euch dann gewöhnt. Aber wenn ihr in den Innenangriff geht, müsst ihr ja manchmal wie so Repeater setzen oder was, habe ich gehört? Genau. Also Verstärker oder Signalweiterleiter? Das sind, genau, wie du schon sagst, Signalweiterleiter. Ich gehe als Angriffstrupp vor, merke, okay, meine Verbindung reißt hier ab. Das ist dann auch ein Funkgerät, das sieht optisch genauso aus, ist hat halt nur ein rotes Cover. Und das lege ich dann, ich sag mal, hier ins Treppenhaus rein. Oder habt ihr welche? In diesem Wort auf dem ELW verlastet. Wir haben 5 Stück, ist auf dem ELW verlastet. Ich lege das dann dementsprechend da, wo mein Kontakt abreißt oder mein Empfang schlecht wird, ins Treppenhaus und der leitet das Signal dann weiter, sodass ich dann halt nochmal 100 Meter ins Haus weitergehen kann. Also okay, also das heißt, ich habe gehört, das ist einfach nur eine Lizenzfreischaltung. Also das heißt, die sind wirklich andere Handgeräte, die dann auch irgendwie rot gefärbt sind oder so. Ja, genau. Die eine Repeater-Funktion haben. Aber du kannst sie trotzdem normal nehmen. Du kannst sie auch trotzdem normal nehmen. Das ist halt nur einmal noch eine Lizenz, eine Technik, Software-Erweiterung, die das dann halt quasi. Im Prinzip könnte das jedes Gerät, das ist halt einfach nur eine Programmierungssache. Okay, okay, super. Ja, also an sich, seid ihr zufrieden mit Digitalfunk? Gewöhnt man sich da schnell dran? Oder? Gewöhnungssache, genau. Das heißt, wenn man nichts anderes hat, dann muss man sich damit befassen und damit klarkommen. Man muss auch ein bisschen mit spielen im Anfangsstadium erst einmal. Mhm. Ansonsten ist das eine feine Sache. Wir haben genauso unseren FMS-Status, wie es den im Analogfunk auch gab. Halt. Ach, der ist gleich. Ne? Der ist gleich, also von der Tastenbelegung ist das gleich. Ich sag mal, nur wenn ich jetzt hier die 5 drücke, das ist ja der Sprechwunsch im Kreis. Also ich kann jetzt nicht einmal eine Leitstelle funken und dann ich muss 5 drücken. Dann gibt er hier mir über das Display einmal den Sprechwunsch frei und dann kann ich den anfunken. Okay, würde ich fragen, können wir einmal eine Frageverständigung machen zur Leitstelle? Ja, auf jeden Fall. Sprechwunsch gedrückt, dann müsst ihr hier, kommt hier oben gleich, wenn der Leitstellendisponent das zum Sprechen freigibt. 2007 MTF, Frage Lautstärkenverständigung im Rahmen einer Gerätevorstellung. Ja, klar und deutlich. Verstanden, innen. Oh, super. Wenn ihr bei uns das ganz einfach gehandhabt, wenn wir hier on Tour sind oder auch Bewegungsfahrt machen oder irgendwie eine Übungsfahrt, dann ist es nur ein Lautsprecher über Funk. 1 drücken, beep, weiß die Leitstelle, okay, das Fahrzeug ist besetzt, das ist on Tour. Mhm. Bei 2 hier ein im Gerätehaus, 3 auf Anfahrt, ein das übernommen, 4 an einer Stelle angekommen, 5 Sprechwunsch ist da. Ja. Und die Rettungsdienst hat noch ein paar Patient aufgenommen, ist auf der 7 und am Krankenhaus angekommen ist Patient 8. Okay, und die 0 macht ihr, habt ihr die nicht? Die 0 ist. Nee, 0 ist Notruf. 0 ist Notruf. Ja, aber haben wir noch nie benutzt. Mhm. Und, ich weiß nur, dass dann dass du eine Prio-Schaltung hast, nämlich genau. Wo du 0 drückst, genau. Wenn die anderen unterdrückt und du hast eine Zwangsvorstellung. Prio, genau. Also sollte man nicht zum Spaß machen, weil da werden auch die in der Leitstelle ganz nervös. Dann werden die nervös, ja. Genau, also die 0 gibt es, ist belegt, hat man nicht wieder aufgeführt, aber ist halt. Ansonsten mit der Leitstelle ist das super Zusammenarbeit mit dem Sprechwunsch. Das, wie jetzt hier heute, da ist ja kein Genöde, das läuft, das muss man ganz klar sagen. Ja, die sind super. Sind ja auch Feuerwehrkameraden. Hallo, warum denn auch nicht? Auf jeden Fall. Ne? Also, hier stellen wir jetzt auch einmal die Gesprächsgruppe um von DMO auf TMO. Und das machen wir, wie eben gesagt, mit dem Knopfdruck. Sind wir jetzt hier in Minden-Oeynhausen. Auf dem Kanal sprechen wir jetzt gleich einmal. Und das versuchen wir jetzt einmal. Fahrzeugführer MTW von Maschinist MTW kommen. Fahrzeugführer MTW hört. Ja, einmal für Sie zur Info, der Feuerwehr-Willi ist hier in Bad Oeynhausen bei der Löschgruppe Werste und wird sich über jeden Daumen nach oben freuen. Ja, das verstanden. Ich leite das weiter. Daumen nach oben. Ja, verstanden, Ende. Fahrzeugführer MTW von Maschinist MTW kommen. Fahrzeugführer MTW hört. Einmal für Sie zur Info, der Feuerwehr-Willi ist hier in Bad Oeynhausen in der Löschgruppe Werste und würde sich über einen Daumen nach oben freuen. Ja, das verstanden. Daumen nach oben. Ja, verstanden, Ende. Super, ihr Lieben. Vielen Dank für die kleine Vorstellung. Gerne. Wenn ihr Fragen habt, kommentiert einfach unten nochmal ordentlich und wir machen uns jetzt weiter in den nächsten Videos mit den Kameradinnen und Kameraden aus der
Löschgruppe. Löschgruppe. Löschgruppe wäre es, nicht Ortswehr. Löschgruppe wäre es. Alles klar, bis denn. Ihr Lieben, ganz spontan. Wir fangen mal an. Ganz spontan. Also,